Herzlich willkommen in diesem Slidecast. In diesem Slidecast lernen Sie, was Diversity Management ist und welche Ebenen bzw. Dimensionen von Diversity unterschieden werden können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie die zwei wesentlichen Argumentationslinien als Begründung für ein Diversity Management lauten und worin sie sich unterscheiden. Diversity Management ist nicht nur ein Modewort des 21. Jahrhunderts, sondern bezeichnet vor allem ein Konzept zum Umgang mit einer vielfältigen Belegschaft in Organisationen und setzt sich aus den Begriffen Diversity und Management zusammen. Diversity wird übersetzt mit Vielfalt, Heterogenität oder Verschiedenheit und bezog sich in den Anfängen vor allem auf die Unterschiede zwischen Personen oder Personengruppen. In neueren Ansätzen erweitert man diese Perspektive gleichermaßen um mögliche Gemeinsamkeiten. Unter dem Begriff Management wird die konkrete und strukturierte Planung, Steuerung und Kontrolle von Aufgaben, Abläufen oder Arbeitsbereichen im Sinne der rahmenden Organisation verstanden. Diversity Management meint demnach die gezielte Rahmung und Gestaltung von Vielfalt in Organisationen und umfasst die Implementierung von Organisationssystemen top-down zur Maximierung potenzieller Vorteile von Diversität bei gleichzeitiger Minimierung der Nachteile. Dabei sollte das aktive und bewusste Entwickeln einer zukunfts- und wertorientierten Strategie im Fokus stehen, um einen ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz zu gewährleisten. Die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt, bringen langfristige Veränderungen und Auswirkungen mit sich. Zu nennen sind da beispielsweise zunehmende Globalisierung, vielfältige Migrationsbewegungen, die europäische Integration, der vielbeschworene demografische Wandel und nicht zuletzt die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Flüchtlingsbewegung, deren Ausmaße lange noch nicht abzusehen sind. Diese weltweiten Veränderungen führen dazu, dass unsere Gesellschaft im Allgemeinen heterogener wird. Wird Diversity Management im Sinne einer Förderung von Chancengerechtigkeit verstanden, dann gilt es, diese Vielfalt auch in Organisationen abzubilden und Zugangsbarrieren gegebenenfalls zu minimieren. Das Resultat sind entsprechend bunter zusammengesetzte Belegschaften, die gleichermaßen Potenziale und Risiken für die Organisation mit sich bringen können. Nehmen wir beispielsweise einen international aufgestellten und agierenden Konzern, in dem viele internationale Teams zusammenarbeiten müssen. Treffen in einem solchen Arbeitszusammenhang Kulturen aufeinander, die sich beispielsweise hinsichtlich Arbeitsverständnis, Arbeitstempo und Kommunikationsstil stark unterscheiden, kann das zu Konflikten und Missverständnissen führen, die auf lange Sicht den Arbeitsfluss stören und zu einer ineffizienten Arbeitsweise des gesamten Teams führen können. Werden diese multikulturellen Teams jedoch von einem ganzheitlichen Diversity-Management-Ansatz gerahmt und entsprechend effektiv gemanagt, besteht die Chance, das volle Potenzial aller Mitarbeitenden zu aktivieren. Im besten Fall entfalten sich darüber hinaus produktive Synergieeffekte für alle Beteiligten. Eine ganzheitliche Implementierung von Diversity Management könnte in diesem Beispiel bedeuten, dass Diversity in der Unternehmenskultur verankert wird, Führungskräfte in Diversity-Trainings für das Thema sensibilisiert und die Mitarbeitenden auf eine interkulturelle Zusammenarbeit vorbereitet werden. Welche Dimensionen von Vielfalt werden üblicherweise unterschieden? Neben der individuellen Persönlichkeit eines Menschen werden in der Diversity-Forschung drei weitere Ebenen von Diversity unterschieden. Die innere Dimension umfasst 6 wesentliche personenbezogene Merkmale, die nur wenig veränderbar und von denen einige im Alltag relativ stark sichtbar sind. Zu den sogenannten Big Six, die beispielsweise auch dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland zugrunde gelegt sind, gehören die Kategorien Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Herkunft, Alter, physische Fähigkeiten, Behinderung, sexuelle Orientierung und Religion, Weltanschauung. Geschlecht. Nicht nur die Debatte um die Frauenquote oder Lohnunterschiede machen das Thema Geschlecht zunehmend sichtbar. Auch im Hinblick auf Männlichkeitsentwürfe und Selbstverortung abseits der Zweigeschlechtlichkeit spielt Gender eine wichtige Rolle. Ethnische Zugehörigkeit, Herkunft bezieht sich nicht nur auf Menschen mit Migrationshintergrund, sondern umfasst verschiedene Aspekte wie Staatsangehörigkeit, Sprache, Hautfarbe und mehr. Alle Menschen weisen eine Ethnizität auf, auch wenn diese zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Menschen verschiedenen Alters müssen in so gut wie allen Branchen generationsübergreifend zusammenarbeiten. Dabei können sowohl Ältere als auch Jüngere von Vorurteilen und Stereotypen betroffen sein. So könnte man jung als naiv und unerfahren und alt als technikfern konstruieren. Der Grad der Beeinträchtigung von Menschen kann von einem kleinen Handicap bis zur Mehrfachbehinderung reichen und sich sowohl auf physische als auch auf psychische Einschränkungen beziehen.
Ein Zugang im Sinne der Barrierefreiheit kann sich auch auf virtuelle Räume beziehen. Frei nach dem Motto, lieb doch, wen du willst, sollte es egal sein, ob Menschen bi-, homo- oder heterosexuell sind. Eine tolerante Unternehmenskultur hilft dabei, dass sich niemand aufgrund seiner sexuellen Identität verstecken muss. Die Religionsfreiheit ist sowohl im deutschen Grundgesetz als auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert und zählt zu den wesentlichen demokratischen Errungenschaften Europas. Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen Personen, die sich aus der äußeren Dimension ergeben, beziehen sich dagegen auf Ausprägungen, die sich im Laufe eines Lebens verändern können und meist wenig sichtbar sind. Hierzu zählen beispielsweise geografische Lage und Herkunft, Einkommen oder Familienstand. Die Liste dieser Kategorien ist beliebig erweiterbar, ihre jeweilige Relevanz stark situations- und kontextabhängig. Die organisationale Ebene umfasst schließlich berufsspezifische Merkmale, die sich auf eine Zugehörigkeit innerhalb der jeweiligen Organisation beziehen, wie Berufserfahrung oder Hierarchieebenen. Die Ursprünge des Diversity Managements liegen einerseits in sogenannten Affirmative Action Programmen der USA, die bereits in den 1960ern initiiert wurden, und weisen andererseits eine enge Verknüpfung zu den Betriebswirtschaften auf. Während eine ethisch-moralische Herangehensweise darauf abzielen, beispielsweise im Sinne einer Antidiskriminierungsstrategie die gesellschaftliche Verantwortung von Organisationen hervorzuheben, argumentiert der sogenannte Business Case stärker mit finanziellen Vorteilen. Die ökonomischen Argumente können sich dabei auf mögliche Kosten beziehen, die durch Diskriminierung oder mangelnde Integration von Minderheiten anfallen, beziehungsweise wenn sich Mitarbeitende krank melden. Darüber hinaus ist es jedoch auch aus Marketing- oder Personal-Recruiting-Gründen sinnvoll, die Vielfalt der Belegschaft anzuerkennen. Einerseits führt eine organisationsinterne Abbildung der Zielgruppenvielfalt dazu, Wünsche und Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden besser zu antizipieren. Andererseits erscheint eine Organisation als zukünftige Arbeitgeberin besonders attraktiv, wenn die Bedürfnisse verschiedener Personengruppen gleichermaßen Berücksichtigung finden. Eine ethisch-moralische Perspektive führt insbesondere die Befolgung rechtlicher Standards und gesellschaftlicher Werte wie Gerechtigkeit und Chancengleichheit an, um ein Diversity-Management in Organisationen zu plausibilisieren. Gleichbehandlung und faire Zugangs- und Lebenschancen aller Menschen bilden dabei eine argumentative Grundlage. Beide Begründungsrahmen sind schlüssig und nachvollziehbar und liefern wichtige Argumente für eine nachhaltige Implementierung eines Diversity-Managements. Fassen wir das Gelernte kurz zusammen. Sie haben gelernt, was unter Diversity Management zu verstehen ist, welche Dimensionen üblicherweise unterschieden werden und warum das in einer globalisierten Welt zunehmend an Bedeutung gewinnt, die zwei verschiedenen Argumentationslinien für eine Implementierung von Diversity Management in Organisationen haben schließlich deutlich gemacht, warum es sowohl ökonomisch als auch ethisch-moralisch geboten ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.